Hallo. Hallo, Lena. Guten Morgen. Schau mal, ich habe gestern mit meiner Mama ein Blumenbeet angelegt. Oh, das ist schön geworden. Ja, jetzt müssen wir los. Nicht, dass wir zu spät zur Schule kommen. Tschüss, Mama. Tschüss, ihr beiden. Ach, Herr Pauli kommt auch gerade erst. Hallo, Herr Pauli. Was haben Sie denn alles dabei? Das brauchen wir nachher alles in der Kunststunde. Und für was? Heute darf sich jeder ein Insektenhotel für den Garten oder den Balkon bauen. Darin finden nützliche Insekten und Wildbienen Unterschlupf. Cool! Das ist toll! Das passt perfekt in unser neues Blumenbeet. Ich freue mich schon auf die Kunststunde. Ich kann es bei uns an der Terrasse aufhängen. Oder bei dir auf dem Balkon. Stimmt. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Pauli. Wer von euch hat denn heute Mülldienst? Ich! Bei der Treppe vorne ist es nass. Da ist wohl ein Getränk verschüttet worden. Und es liegt lauter Müll vor dem Klassenzimmer. Bringt das bitte jetzt in Ordnung. Oh Mann, das ist aber gemein. Wir haben das gar nicht hingeworfen. Egal, ihr habt Mülldienst, also räumt es bitte weg. Hier ist ein Mülleimer. Und vergesst nicht die Wasserlache vor der Treppe. Okay. Lassen wir uns schön Zeit. Dann müssen wir keinen Unterricht machen. Genau. Komm, wir holen uns was zu trinken aus dem Automaten. Ich habe noch 1 Euro in meiner Tasche. Danke. Wo bleibt ihr denn? Wir kommen wieder. Ich möchte doch jetzt mit dem Unterricht beginnen. Schnell, räum die Schnipsel ein. Danke, ihr könnt euch auf eure Plätze setzen. Jeder darf sich heute ein kleines, eigenes Insektenhotel bauen. Ich habe Holz dabei und auch Füllmaterial, wie Schilf, Kiefernzapfen und auch Holzwolle. Ach, jetzt habe ich den Akkuschrauber im Lehrerzimmer vergessen. Ich kann ihn schnell holen gehen. Oh ja, das wäre nett, Lisa. Ich bin gleich wieder da. Ah! Aua! Das war Lisa. Lisa? Aua! Was ist denn passiert, Lisa? Ich bin da oben an der Treppe ausgerutscht und dann runtergefallen. Bist du verletzt? Ich bin auf den Arm gefallen, der tut ganz schön weh. Du bist wohl auf der Wasserlache ausgerutscht. Die solltet ihr doch wegputzen. Oh je, wenn wir das gewusst hätten. Hoffentlich ist dein Arm nicht gebrochen, Lisa. Ich rufe schnell deine Eltern an und auch gleich einen Rettungswagen. Dein Arm muss wohl geröntgt werden, um zu sehen, ob er gebrochen ist. Arme Lisa. Ich wollte noch so gerne ein Insektenhotel bauen und jetzt muss ich ins Krankenhaus. Das ist so doof. Der Rettungswagen kommt gleich und deine Mama auch. Ich habe noch einen Kühlbeutel mitgebracht. Kühlen ist gut, ich halte ihn drauf. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, hallo. Das hier ist Lisa. Sie ist vorhin die Treppe hinuntergestürzt. Mein Arm tut sehr weh. Wir werden deinen Arm röntgen. Aber zuerst möchte ich kurz dein Herz abhören und deinen Blutdruck messen. Kinder, ihr geht bitte wieder ins Klassenzimmer. Ich komme gleich nach. Darf ich noch bei Lisa bleiben, bis ihre Mama da ist? Ja, in Ordnung, Lena. Kannst du laufen? Ja, ich denke schon. Ich bin dir auf den Arm gefallen. Dann komm am besten hier mal zur Liege. Lisa, du meine Güte, was ist passiert? Geht's dir gut? Hallo Mama, es geht so. Der Arm tut sehr weh. Wir bringen Sie ins Krankenhaus. Fahren Sie bei uns mit? Ja, gerne. Tschüss. Mach's gut, Lisa. Ich bin froh, dass du da bist, Mama. Ich wollte nicht alleine ins Krankenhaus müssen. Natürlich, ich lass dich doch nicht alleine. Wir machen schnell ein Foto von deinem Arm. Noch eine Bleischürze über deinen Bauch und dann bitte nicht mehr bewegen. Deine Mama muss aber kurz draußen warten. Ist gut. Schon vorbei. Jetzt darfst du nochmal mit deiner Mama ins Wartezimmer. Okay. Mein Insektenhotel ist fertig. Es hat sogar ein orangefarbenes Dach. Also meins ist natürlich rosa. Und die Holzscheiben male ich auch noch pink an. Die Querschlitze sind für Marienkäfer. Die freuen sich auch über einen trockenen Unterschlupf. Sowas habe ich nicht gebaut. Dafür habe ich ganz viele Höhlen für Wildbienen. Schön, ich werde mein Häuschen gleich zu Hause in den Garten stellen. Ist mein Insektenhotel denn nicht schön geworden?
Ja, das hast du wirklich toll gebastelt. Ich bin schon gespannt, welche Insekten da einziehen. Und jetzt gehe ich aber gleich mal zu Lisa rüber. Hallo Malte und John. Wir wollten Lisa besuchen. Ich auch. Dann können wir gleich zusammen bei ihr klingeln. Ah, hallo. Hallo, wie geht es, Lisa? Ist sie zu Hause oder noch im Krankenhaus? Sie ist da, wartet kurz. Lisa, du hast Besuch. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Schon besser. Der Arm ist zum Glück nicht gebrochen. Nur geprellt, aber sie haben mir trotzdem einen Verband gemacht, damit ich den Arm besser ruhig halten kann. Du Arme, das tut uns leid. Wir hätten die Wasserlache gleich aufputzen sollen. Wir haben dir etwas mitgebracht. Oh, toll. Habt ihr die alle für mich gebaut? Ja. Ja, wir haben alle extra noch eins für dich gebaut. Danke, das ist ja total lieb von euch. Jetzt habe ich nicht nur ein Insektenhotel, sondern eine ganze Insektenhotelanlage. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.